Hier würde ich auch gerne noch etwas breiter werden. Wie das klingt. Ja, und das ist super effektiv. Immer hin und her zu gehen. Hier kann ich auch, hier kann ich runter versetzen und das Labor eins tiefer setzen. Ja, das ist eine gute Idee dann. Ja, und ich habe schon 8 Zwerge. Das heißt, ich spare mir mal, weitere Zwerge zu rufen. Sonst geht nämlich nur meine Zufriedenheit wieder in den Keller. Und das will ich nicht. Und ich glaube, ich mache wieder wie immer einen Essens- und einen Speisesaal. Also einen Schlaf- und Speisesaal. Wobei hier ziemlich viel Grünmaterial wieder ist. Machen wir hier noch eine Schicht. So, während die Zwerge beim Arbeiten sind, unsere Zufriedenheit etwas sinkt. Dem können wir ja schon mal ein bisschen entgegenwirken, indem wir genau Moospflanzen hier drunter platzieren. So. Den Thronsaal können wir auch nach hinten etwas größer machen. So, und währenddessen lesen wir mal Quests. Findet das Labor. Wenn mich mein Bauchgefühl nicht trügt, und das tut es selten, da sollte sich ein weiterer dieser lästigen Magier hier irgendwo in einer zentralen Kammer versteckt halten. Wer weiß schon, welche abscheuliche Dinge diese großen Wesen in den alten Zwergenkammern anstellen. Wir müssen gründlich nach interessanten Räumen suchen, dabei dürfen wir aber nicht vergessen, uns vorzubereiten. Plattenpanzer ausgerüstet. Dieses Gebiet ist wahrscheinlich äußerst gefährlich. Unsere Zwergensoldaten müssen angemessen geschützt werden. Wir sollen unseren Zwergengelehrten dazu anhalten, genügend Forschungspunkte zum Freischalten der Technologie Plattenpanzer zu erarbeiten. Das ist okay. Schaltet die Technologie Raufschuhe frei. Wir sollten niemals die Vorteile unterschätzen, die wir aus dem Technologiebaum ziehen können. Schnellere Zwerge können uns einen gewaltigen Vorteil verschaffen. Wir sollen unsere Zwergengelehrten dazu anhalten, so lange hart an den Forschungstischen zu arbeiten, bis wir genügend Forschungspunkte zum Freischalten von Laufschuhen haben. Die größte Basis. Baut den Nachschubvorrat auf Höchststufe aus. Die Höchstzahl an Zwergen, die wir gleichzeitig in unserer Siedlung haben, können wir von unserem Zwergenhort bestimmt. Wir müssen üben, wie man sich so viele Zwerge wie möglich verschafft. Wenn wir den Zwergenhort im Herz-Emfort-Fenster bis auf die Höchststufe ausbauen, steht uns eine große Anzahl an Zwergen zur Verfügung und die werden wir wahrscheinlich gut gebrauchen können. Ach herrje. Na, da müssen wir dann aber wirklich ranklotzen, wenn wir das machen wollen. So, ich verschieb dich mal nach eins da drüben. Weil als erstes höhle ich mal hier aus. So. Ich weiß nicht mal, was da mal die Maxstufe von Hemford ist. Ob es nach der zweiten noch eine dritte gibt, da brauchen wir ja Unmengen an Gold für. Das kann dann eine Mission werden, die eine ganze Weile dauern kann. Ja, Schlaf- und Essenssaal, das ist so eine Sache.
Da stehst du erstmal nicht im Weg rum. Und da fällt einer meiner Militärs runter. Ist schon krass, wie die Level 5 werden können. Ja, genau. Grab erstmal da, dann können wir da... schlägt er sich gerade da oben durch die Wand mit einem Wolf? Ja. So. Das heißt, Steintreppe kommt jetzt hier hin. Dann können die nämlich alle wieder hoch. Was sehr gut ist. Oh, und wir brauchen jetzt ganz dringend Nahrung. So. Ja, ist hier irgendwas in dem Gang, weil der hängt gerade fest. Das ist nicht so gut, dass da die Treppe im Weg ist. Ich würde ja am liebsten den Weg nach oben einfach dicht machen. Zwerge müssen eh nicht an die Oberfläche oder sollten das nicht unbedingt. So. Oder ich mache den Forschungsbereich hier runter. Nee. Das da kann ich mit Blöcken ausfüllen. Das ist immer noch die beste Idee. Die 4 mit Blöcken auszufüllen. So, damit ihr da hinten rankommt. Ja. Habe ich hier unten dann überhaupt genug Platz für ein paar Tische? Für 2 auf jeden Fall und für den dritten auch. Und hier kann ich ein paar Stühle dann hinstellen. Ja. Das geht. Das ist gut alles, so wie es ist. Ich kann schon mal mit Stein übrigens hier die... den hier umranden. Weil irgendwie die Tendenz ist gerade schon wieder nicht so gut. Ich glaube, sie ist schon wieder negativ. Geht's runter? Da drunter ist Turmalin. Ah, sie geht ein bisschen hoch. Gut. Turmalin, das lasse ich mir nicht entgehen. Und ja, Drehwurm. Entschuldigung. Also ja, 3 Forschungstische passen hier auf jeden Fall hin. Noch mehr Turmalin? Nein, Stein. Ah, mehr. So, endlich mein erster Forschungspunkt, dass meine Leute mehr Erfahrung kriegen. Und dem baue ich einfach mal hier einen Ausweg. Und nein, ich setze am besten die Blöcke nur hier oben. Und vergesse einfach, dass das hier drunter ist. Das Turmalin ist nämlich auf jeden Fall schon mal wertvoll. So. Ach, kommt. Da tötet den Wolf. Das gibt euch ein bisschen Erfahrung. Und hier
Oben war noch ein dritter Wolf. Den könnt ihr dann auch noch töten. So. Können wir zwar die Wölfe später nicht mehr benutzen für einen kleinen Boost, aber dann kriegen wir halt jetzt den Boost. Genau, jetzt sind beide nämlich Stufe 6. Und wir haben Ruhe vor den Wölfen. So. Beliebtheit ist so lala gerade. Also unsere Tendenz. Ich kann halt für ein paar Deko-Objekte sorgen. Tisch jetzt nicht unbedingt. Deko war hier. Zum Beispiel so ein paar blaue Blumen. So und so. Und dann natürlich für so eine Steintrophäe. Und eine Badewanne. Badewanne, Steintrophäe. Und ich glaube, hier steht der Stein mal wieder nicht sonderlich gut. Wenn ich ihn nämlich nach hier verschiebe, dann kann ich die ganze Fläche abdecken. Weil genau hier drunter ist auch noch einer, also ja gut, da kann ich nicht und da kann ich wahrscheinlich auch nicht. Ich muss mal kurz gucken, wo kann ich überhaupt überall Pflanzen platzieren? Da könnte ich noch eine, da nicht. Wenn ich da eine platziere, kann ich da keine mehr platzieren. Da kann ich eh keine platzieren. Wenn ich die hier platzieren würde, würde ich da drüben nicht mehr hinkommen. Naja, aber das können wir lösen. So. Ups, das war falsch. Ich wollte den nach da unten verschieben. Und ja, ich könnte ihn hier in die Ecke stellen. Aber hier passt er besser hin. So, dann kann ich für Stühle sorgen. Drei Stück. Und Zufriedenheit steigt wieder. So, jetzt für Nahrung. Aber an die komme ich trotzdem nicht ran. Das ist ärgerlich. Weil die Zwerge kommen nicht am Zwergenhort vorbei. Naja, muss ich mit 4-4 klarkommen. Oh. Ah, das ist jetzt blöd. Ich habe nicht darauf geachtet, dass die Zwerge... Nee, so kommt er leider nicht raus. Dass die Zwerge hier runterwuseln. So. Das Ganze jetzt mal mit Brücken stopfen. Da ich zurzeit mehr Stein habe als Holz, nehme ich ruhig Steinbrücken. So. Gut, der Arbeiter ist am Arbeiten. Jetzt ist er selber hungrig. Unser Essen hebt sich. Hält sich jedenfalls. Als nächstes ist der Thronsaal dran. Weil da sehe ich auch noch Turmalin.
Also ja, hier runter. Schnappen wir uns den Thron. Und die beiden Beleuchtungen.